Ich hätte vielleicht zwischendurch auch mal die Aufnahme pausieren können. Fällt mir gerade mal so ein. Nehmen wir das Stück Nummer 9. Was haben wir denn da? So, wollt ihr mich verarschen? Warum Lamus? Oh, bitte kein Mega-Lamus. Dann krieg ich's kotzen. Ich hatte doch gerade erst so ein ätzendes Stall-Battle. Warum? So, oh Gott. Ikre, what? Warum sollte man eine komplett ausgeschlachtete Edition noch bauen, außer vielleicht um die Spitznamen zu ändern? So, mal gucken, ob er mit Snibunna oder mit Stalos anfängt. Das wäre so meine Sache, womit ich anfangen würde. Je nach Set natürlich. Obwohl, spielt glaube ich nicht jeder Tarnstein auf seinem Stalos. Wobei ich meinen Stalos auch nicht als Mega-Stalos spiele. Warum eigentlich? Julia, Geschmackssache. Ganz ehrlich. Flammenwurf ist präziser, Hitzewelle hat ein bisschen mehr Stärke als Flammenwurf und Feuersturm ist die stärkste Attacke und ist dafür am unpräzisesten. Ich tendiere aber immer zu der Hitzewelle, weil sie halt so schön mittel ist. Relativ gut Schaden macht. Und halt ziemlich gut trifft. Und Hitzekoller mag ich nicht, weil es, was gerade geschrieben worden ist, weil es halt den Spezialangriff zu stark senkt. Ja, der Tohaido-Staller. Wie gesagt, das muss mir mal einer zeigen, dass es geht. Das ist auch wiederum richtig, Icridium. Das ist auch wieder richtig. Das ist richtig. Das Siedewasser, was mir nicht viel ausmacht. Außer ich kriege natürlich den Burn. Nicht krieg, dafür kriegst du den Burn. Einfach, weil es geht. Okay. Geht raus, da kommt Snibunna. Zwinger. Einmal schön den Nachtnebel draufknüppeln. Ich mag Nachtnebel, einfach weil er konstanten Schaden macht. Also unabhängig von den Verteidigungswerten des Gegners. Ist halt sehr praktisch. Au. Na egal. Tschüss, Evolit. Bitte triff mit dem... Natürlich! 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 Ah! Es hätte doch so schön sein können. Na komm, jetzt kommen die... Na komm, nochmal ein Abschlag. Oh Mann. Ich hätte Snibunna verkrüppelt haben können, aber nein. Natürlich nicht. Warum denn auch? Es wäre zu schön gewesen. Fuck this shit. Und sorry an alle Headphone-User, dass ich manchmal ein bisschen laut werde. Da kommt jetzt hier der Abschlag. Ich sollte mich beruhigen oder weiter vom Mikro. Ja, dann gibt's einen Stall Heido Sub-Emote. Versprochen. Hutsasa. Okay.
Why? Ist ernsthaft, why? Warum Hut Sasa? Was soll das Ding machen? Jetzt ganz ernsthaft, was soll das Ding machen? Überleben. Und mich einschläfern. Nice. Zurückgerufen. Ein Stolos kommt rein. Okay. Wenn ich jetzt aufwache, ist das Ding wahrscheinlich tot. Oder auch nicht. Na, gucken wir doch mal. Das ist ein mega Stolos. Oh je. Das ist nicht gut. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser für dich ist oder schlechter. Ich glaube, das könnte wehtun. Wenn das Ding eine ziemlich hohe Verteidigung hat. Ah. Okay. Ich verstehe. Es geht ums Gewicht. Ja, wenn es ums Gewicht geht. Okay. Na komm. Das hat irgendwie nicht genug Schaden gemacht. Ich hätte doch was anderes machen sollen. Fuck. Tschüss, Regirock. Oh je. Du bist blödes Viech. Da kommt doch jetzt ein Wechsel. Ja, natürlich. Ich wüsste jetzt nicht auf was. Auf Lamus, okay. Könnte jetzt sogar reichen. Man, jetzt muss ich kurz was nachsehen. Okay. Hoffen wir mal, dass das reicht. Die Attacke ist ein bisschen stärker. Ich habe leider nicht den Donnerblitz drauf. Jetzt würde ich den machen. Aber hat kriegt auch Step jetzt. Okay. Gut, Sasa. Huch, hat das Ding Belebekraft? Ich hoffe, du hast nicht vor einzuschläfern, ne? Ich habe noch ein schlafendes Pokémon. Das sind immer noch Sleepclaws. Oh, du bist wahrscheinlich nicht schneller.
Die. Und tschüss. War das jetzt ein Opfer? Ha. Okay. Sibona, nee. Und das ist auch Unlahmungsverfügung über Lebekraft. Nett. Bildungskraft. Kraft Mutsasa, natürlich. Voll effektiv. Na komm, wach auf, bitte. Mit Sporen und Skaft confirmed, ja. Exakt das. Perfekt. Da. Da. So. Und tschüss. Ich glaube nicht, dass du das aushalten wirst. Nö. Jo, das geht doch mal ein bisschen zügiger hier. Ich glaube, eben waren nach 10 Minuten nicht so viele Pokémon down. Eieiei. La da 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 da. Di. Na komm. Bang. Du. Warum denn jetzt du? Muss ich nicht verstehen. Vielleicht nur für den Versuch, den Dinges rauszukriegen, den Abschlag, damit meine Heilung weg ist. Ist aber riskant. Es könnte nämlich sein, dass ich schneller bin. Ich weiß nämlich nicht, wie schnell ist Nibuna. Das ist schneller noch, okay. Tschüss, Heilung. Oh, hallo, Flammenkörper. Ja. So. Damit ist zwar meine Überreste direkt weg. Lampivian. Okay, gegen das Ding. Gucken wir mal kurz. Es kann Steinhagel und es ist Scarfed. Ich glaube nicht, dass es dann sonst schneller gewesen wäre jetzt gerade. Durp. Schade, ich hätte mir jetzt geheilt. Hallo, ich lebe noch. Zurückrufen? Okay. Und rauskommt ein Sonnenschirm. Ja. Okay. Das Ding hat Trockenheit. Und ist fies. Ich weiß, glaube ich, was kommen wird. Deswegen wechsle ich auf ein anderes Pokémon. Als vielleicht erwartet. Und er hat predicted, glaube ich. Weiß ich nicht, ob er es so predicted hat. Ich habe nämlich jetzt mit dem Surfer gerechnet. Weil er hätte durchaus gereicht, um Krebutak zu killen. Hätte ich das gewusst, hätte ich direkt Nidoking eingesetzt. Oh je. Du. Hat es keinen Surfer? Natürlich crittet es. Was denn auch sonst? Oh, come on! Ernsthaft?
Really? Wow. Wow, einfach nur wow gerade. Alter. Ist jetzt nicht wahr. Das hätte auch gut anders ausgehen können, weil ich glaube nicht, dass das Ding eine Erdkräfte ausgehalten hätte. Auf jeden Fall nicht zwei, weil ich hätte zwei überlebt. Wow. Aber GG, war ein schöner Kampf. What the fuck, aber zum Ende.